Ach, nicht schon wieder eines dieser elenden Märchen. Aschenputtel? Du bist im falschen Märchen. Und zu dir da unten sage ich zum nunmehr wiederholten Male, nein. Doch, Bernd, Rapunzel, lass dein Haar herunter! Es juckt, es stinkt und sieht total bescheuert aus. Ich hasse diese Perücke. Bernd, du bist doch das wunderschöne Rapunzel und da unten steht dein Traumprinz, der dich heiraten will. Du musst dein Haar herunterlassen, damit er daran hochklettern kann. Ist der Prinz bescheuert? Warum nimmt er nicht die Treppe? Weil das im Märchen so geschrieben steht. Jetzt mach schon! Weil das in dem Märchen so geschrieben steht. Was ist denn das für ein Argument? Steht in dem dämlichen Märchen auch geschrieben, dass Rapunzel kastenförmig ist und so kurze Arme hat? Oder war das das Schönheitsideal der Gebrüder Grimm? Rapunzel! Rapunzel, lass dein Haar herunter! Zum letzten Mal! Nimm die Treppe oder den Aufzug in Studio B und geh dann durch die Kantine hierher direkt in die Märchendeko. Rapunzel! Rapunzel! Auf deine Verantwortung! Bernd! Bernd! Au! Ob er mich jetzt immer noch heiraten will?